Chaotix Gaming. Normal kann jeder. Hallo liebe Chaoten und herzlich willkommen zu einem Tutorial für den Landwirtschaftssimulator 17. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Häufig werden wir in den Livestreams gefragt, wie wir es denn machen, dass wir fliegen, dass wir unsere Anzeigen ausblenden oder wie wir uns das Geld für den Community-Stream cheaten, damit auch jeder ein Fahrzeug hat. Und da es leider gar nicht so einfach ist, das während eines Streams zu erklären, weil man das Spiel dafür verlassen muss, um die Konsole zu aktivieren, mache ich jetzt ein extra Tutorial für euch. So, wir öffnen mal unseren Explorer, dann Dokumente, My Games, Farming Simulator 2017 und in diesem Ordner befindet sich eine Datei mit dem Namen game.xml. Auf die machen wir jetzt einen Rechtsklick und öffnen sie mit unserem Editor. Und ziemlich weit unten ist dann eine Zeile Controls. Dort steht jetzt False drin und das ändern wir einfach auf True. Dann die Datei speichern, schließen und wir können das Spiel starten und wie es dann weitergeht, wie man die Konsole im Spiel benutzt und was man damit alles Schönes machen kann, das zeige ich euch jetzt. Also wir befinden uns jetzt hier im Spiel, ihr braucht jetzt nichts mehr zu machen, durch das Speichern der Textdatei hat das alles übernommen und zuallererst zeige ich euch jetzt, wie man fliegen kann und wie man das HUD ausblenden kann. Dafür öffne ich mal irgendeine Karriere von mir hier. So, wir befinden uns jetzt im Spiel und die Konsole öffnet man jetzt über die Zirkumflex-Taste. Einige von euch werden die unter dem Namen Dach-Taste kennen. Ich werde nochmal einblenden das Symbol, damit ihr auch wisst, wie es aussieht. Und so sieht dann die Konsole aus. Dann drückt ihr noch einmal rauf. Oh, jetzt habe ich schon eine 1 gedrückt aus Versehen. Und dann kommt hier ein Cursor. Dann könnt ihr hier schreiben. Und dann gebt ihr ein G, S, ein großes T und drückt dann die Tab-Taste. Einmal. Und dann kommt automatisch GS, Toggle Flight and No HUD Mode. Das heißt Fliegen und No HUD gleichzeitig. So, bestätigen, Enter, jetzt steht da True, das heißt er ist aktiviert. So, und auf O können wir jetzt die ganzen Anzeigen ausblenden. Jetzt haben wir schon mal ein schönes freies Bild hier und können uns schön alles angucken. Und auf der Taste J aktivieren wir quasi den Flugmodus. Und dann können wir mit den Tasten Q und E aufsteigen und absteigen. Und natürlich auch hier mit der Shift-Taste schneller und langsamer. Und schon können wir fliegen und den Tab, den HUD ein- und ausblenden. Optimal würde ich sagen. So läuft das. Und als nächstes zeige ich euch noch, wie man sich das Geld cheatet. Das funktioniert allerdings nur im Multiplayer. Dafür wechsle ich jetzt nochmal auf unseren Livestream-Server. So, wir befinden uns jetzt hier im Multiplayer auf unserem Dedi-Server, auf dem Livestream-Server und öffnen einfach mal wieder die Konsole über die Zirkumflex-Taste, wie gerade eben schon erklärt. Und jetzt geben wir ein GS, ein großes C, wieder die Tab-Taste und automatisch kommt schon GS Cheat Money. Und wir geben jetzt einfach mal die Summe ein, die wir haben wollen. 25.000 haben wir, ich mache einfach mal 100.000 dazu. Und ihr seht schon, es sind 125.000 geworden. So einfach und so schnell geht's und das könnt ihr auch beliebig oft machen, wie ihr wollt. Ihr könnt jetzt auch die Pfeil nach oben Taste einfach machen und immer wieder. Also ihr seht schon, ganz einfache Sache, schnelles Ding. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen, hat euch weitergeholfen. Falls ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht habt und macht euch einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut, euer Aro. Tschüss. Dun 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 d